Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich fand die Bilder aus der Region zwischen der Türkei und Griechenland sehr bedrückend. Tausende Menschen haben dort versucht, die Grenze illegal zu überschreiten und sind dort zum Teil mit sehr harten Mitteln zurückgewiesen worden. Je bedrückender eine solche Situation ist, desto sorgfältiger muss man darüber nachdenken, wie man sie in Zukunft vermeidet. Und für uns Freie Demokraten ist klar, aus humanitären Gründen müssen wir die EU-Außengrenze sichern. Warum ist das so? In der Türkei leben etwa 3,5 Millionen Menschen, die dorthin geflohen sind, aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak. Und seitdem Präsident Erdogan immer mehr unter Druck gerät, auch wegen seiner Außenpolitik, wegen seiner Wirtschaftspolitik, will er diese Menschen loswerden. Und wenn die Grenze zur EU offen steht, dann wird er nicht zögern, diese 3,5 Millionen Menschen aus dem Land zu drängen. Sie müssten ein zweites Mal fliehen und das kann humanitär nicht der richtige Weg sein. Klar ist auch, dass Präsident Erdogan die Menschen, die er zur Grenze nach Griechenland schickt, missbraucht, um Druck auf die EU auszuüben. Und wir haben keinen Zweifel, dass, wenn ihm das einmal gelingt, er es immer wieder tun wird. Und auch das wäre humanitär nicht verantwortbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Türkei enorme Lasten trägt. 3,5 Millionen Menschen muss sie versorgen. Und deshalb sollten wir mit ihr darüber sprechen, wie wir ihr dabei helfen können, nicht um die Türkei aus ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen für diese Menschen zu entlassen, sondern um mit ihr darüber zu sprechen, wie wir es ihr möglich machen, diesen Pflichten nachzukommen. Und wir sollten noch etwas tun, weil den Druck, den Präsident Erdogan auf die EU ausüben will, kommt aus seiner Angst, dass demnächst 950.000 Menschen aus Syrien in Idlib in die Türkei fliehen, denn dort herrscht Bürgerkrieg und schreckliche Zustände. Und deshalb sollten wir so schnell wie möglich eine Friedensinitiative starten, wo alle an einen Tisch kommen. Präsident Putin, Herr Assad, Herr Erdogan und die EU, um für Frieden in Syrien zu sorgen, weil das ist erstens grundsätzlich ein humanitäres Anliegen und würde zweitens dafür sorgen, dass Präsident Erdogan weniger Druck auf die EU und die Menschen an der Grenze ausübt.